Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden, zum Bilanzbuchhalter oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 28. April. Der Braunkohleabbau sichert in der Lausitz noch immer viele Arbeitsplätze. Rund 10.000 Menschen sind in der Branche beschäftigt. Sachsen und Brandenburg lehnen deshalb eine Abgabe für ältere Braunkohlekraftwerke ab, denn sie könnte ein schnelleres Ende für Tagebaue und Kraftwerke bedeuten. Über die Zukunft der Braunkohle in Sachsen wurde jetzt im Landtag in Dresden diskutiert. Wir zeigen Ihnen einige Ausschnitte aus der Debatte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen endlich mal Schluss machen mit den Illusionen der deutschen Energiepolitik. Man kann nicht zeitgleich aus der Atomenergie und der Kohleverstromung aussteigen. Wer das will, sorgt für explodierende Stromkosten, für Versorgungsunsicherheit und für die Abwanderung großer Teile der deutschen Industrie. Müssen wir wirklich hier schon wieder grundsätzlich über die Kohle sprechen, bin ich gefragt worden. Das ist doch nach Meinung großer Mehrheiten in allen Umfragen inzwischen ein Thema von gestern. Allerdings ist auch die energie- und klimapolitische Strategie der regierenden Mehrheit dieses Hauses in großen Teilen von gestern. Und weil sie versuchen, mit abnehmendem Erfolg, mit Strategien von gestern, Probleme von heute und morgen lösen zu wollen. Deshalb werden wir hier und vor der nächsten Wahl wohl noch oft grundsätzlich über das Thema Kohle diskutieren müssen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich von meinem Vorredner gehört habe, das Thema sei von gestern, dann frage ich mich, ob man da wirklich in der Realität angekommen ist. Die Braunkohle gewinnt immer mehr an Bedeutung für die Sicherung der Energieversorgung. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Weil man kann nicht einerseits aus der Kernkraft aussteigen und auf der anderen Seite nur auf volatile, schwankbare, erneuerbare Energien setzen, wenn wir Grundlast brauchen. Deswegen nimmt ja die Bedeutung der Braunkohle auch so zu, wie sie es tut. Wir können es nicht uns erlauben, aus einem grundlastfähigen Stromlieferanten wie die Braunkohle jetzt auch noch auszusteigen, was wir mit der Katastrophe von Fukushima mit dem Atomstrom gemacht haben. Und diese Fachlichkeit, die muss doch jetzt endlich mal bei Ihnen greifen, dass wir das hier uns nicht leisten können, um weiter den Strom auch teurer dann vom Ausland einkaufen zu müssen. Das ist doch unser Ziel und das muss Ihnen doch endlich mal auch
begreiflich gemacht werden. Bitte, Dr. Lippold. Herr Kollege Heiland, ist Ihnen bekannt, dass nach Analyse sämtlicher Netzbetreiber wir mindestens 10 Gigawatt Grundlastkapazitätsüberschuss in Deutschland haben im Bereich der Braunkohle und dass die Pläne von Gabriel eine Abschaltung von maximal etwa 3,5 Gigawatt vorsehen? 22 Millionen Tonnen sind etwa 3,5 Gigawatt. Da streiten sich im Moment noch die Fachgelehrten. Jedem ist doch klar, die Nutzung der Braunkohle als Rohstoff für die chemische Industrie und zur Stromerzeugung ist endlich. Das heißt, das Ende dessen ist doch absehbar. Es geht also doch gar nicht darum, ob, sondern unter welchen Bedingungen ein Ausstieg aus der Braunkohle erfolgen kann. Das Zeitfenster dafür, das können nicht nur ein paar wenige Jahre sein, sondern hier müssen wir auch über Jahrzehnte reden, um den Regionen, die davon betroffen sind, Überlebenschancen zu lassen. Die Frage, wo die erfolgreichen Strukturwandel funktioniert haben, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, taugen nur bedingt als Blaupause für das, was wir an Strukturwandel vorhaben. Und deshalb ist das eben eine Aufgabe, die weit mehr ist, als nur ein Konzept oder einen Gesetzentwurf vorzulegen. Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet mit der Lausitz zu vergleichen, schließt sich aus. Und genauso müssten dann die Bedingungen, wie der Strukturwandel im Ruhrgebiet funktioniert, auch für uns gelten. Und das heißt eben auch, dass über einen langen Zeitraum mit Milliarden Subventionen organisiert wurde. Das gehört nämlich zur Wahrheit auch dazu. Also von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das nicht banal, wenn wir über Strukturwandel in der Lausitz reden, dass das für die Politik eine dauerhafte Aufgabe ist, steht außer Frage. Aber ein Gesetzentwurf alleine regelt diese Frage nicht. Jetzt geht es eben auch erstmal darum, dass wir unsere sächsischen Interessen in einer Energiepolitik vertreten und einfordern, damit wir tatsächlich nicht eine ideologische Frage nur zu klären haben, ob man für oder gegen Braunkohle ist, sondern dass wir tatsächlich zu einer vernünftigen Energiepolitik kommen. Vielen Dank. Morgen beschließt der Landtag den neuen Doppelhaushalt für dieses und kommendes Jahr mit einem Volumen von über 34 Milliarden Euro. Wir werden dann wieder aus dem Landtag berichten. Gleich geht es bei uns erstmal weiter mit Nachrichten des Tages. Achtung, 2000 Quadratmeter Bauland in Spremberg am Stadtrand zu verkaufen. Telefon Spremberg 59 49 458. Was malst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar, der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept. In knapp 2 Wochen wird die umgestaltete Bärenanlage im Hoyerswerda zu eröffnet. Die neue Erdmännchengruppe aus der Wilhelma in Stuttgart ist bereits eingetroffen. Doch Besucher müssen sich noch etwas gedulden, denn noch leben die Tiere zur Eingewöhnung hinter den Kulissen. Theoretisch könnten die Erdmännchen von ihrem jetzigen Domizil, der Rappen-Antilopen-Anlage, auf ihr künftiges Zuhause schauen. Aber erstens sind sie natürlich im ausbruchssicheren Stall untergebracht und zweitens bei diesem Wetter vermutlich wenig angetan, überhaupt hinauszugehen und die letzten Arbeiten zu beobachten. Eine ganze Gruppe statt des geplanten Paares ist hier angekommen und darüber ist man im Zoo natürlich begeistert. Das hat für uns natürlich den Vorteil, dass wir wissen, dass sich das Zuchtpaar miteinander verträgt, dass die harmonieren, dass die vor allem auch schon wissen, wie es geht, wie man denn Kinder aufzieht. Und bei Erdmännchen ist ganz wichtig, dass die älteren Jungtiere immer bei der Aufzucht ihrer jüngeren Geschwister helfen. Und wenn man dann schon 3 Helfer aus Stuttgart mitnehmen konnte, ist es natürlich auch sehr schön, weil es einfach eine eingeschworene Gruppe schon ist und die dann nur noch die neue, in Anführungsstrichen nur noch die neue Anlage und die neuen Nachbarn kennenlernen müssen und sich nicht auch noch untereinander. Während man bei den Erdmännchen beim Thema Nachwuchs eher noch gespannt abwarten muss, zeigen Walter und Lina die Stachelschweine, wie es geht. Erneut wuselt ein kleines, knuffiges Knäuel durchs Gehege. Daher ist der Familienumzug auf die neue Anlage noch offen.
da müssen wir einfach mal gucken, wenn das Jungtier ein bisschen größer ist und die nicht mehr ganz so sehr im Beschützermodus sind, dann können wir die auch mit rüber auf die neue Anlage nehmen, weil sie sind sehr, sehr gute Eltern und passen extrem gut auf ihr Jungtier auf. Und das ist natürlich dann für die Harmonie mit den neuen Nachbarn immer ein bisschen schwierig, wenn man die ganze Zeit sagt, hier, bleib mal weg von meinem Kind. Das können wir natürlich nicht machen, also warten wir, bis das Jungtier ein bisschen älter ist. Die Zusammenführung beider Familien ist ja geplant. Während die Ställe getrennt sind, müssen sich die Tiere draußen natürlich verstehen. Hier ist man im Zoo gespannt, wie es funktionieren wird. Natürlich erstmal sehr viel Neugier und beschnuppern und begucken. Und sicherlich auch erstmal auf Abstand vorsichtig mal schauen, was sie denn tun. Natürlich ist das nichts, was wir alltäglich machen, diese beiden Tiergruppen zusammenzuführen. Wir haben uns intensiv mit Hannover unterhalten. Im Zoo Hannover gibt es diese WG schon länger und die hat auch sehr gut funktioniert. Und wir haben dann eben uns beraten lassen, wie die das damals gemacht haben. Und bei ihnen gab es überhaupt keine Aggressionsprobleme. Das heißt, es ist wohl eher ein mal schauen, wie die anderen reagieren und dann klarstellen, wem welcher Stall gehört, wer in welchem Unterschlupf dann gerade liegt. Und das, denke ich mal, sortiert sich dann nach einer Weile schon. Im Großen und Ganzen ist man optimistisch, dass bis zur Eröffnung sich zumindest die Erdmännchen bereits auf der neuen Anlage wohlfühlen und dort natürlich für zahlreiche große und kleine Besucher sorgen werden. Innenminister Markus Ulbich hat heute das neue Polizeiabkommen zur deutsch-tschechischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Abkommen regelt die Befugnisse der Polizisten im jeweils anderen Land. Damit können Kriminelle über Ländergrenzen hinweg verfolgt und festgenommen werden. Einen ähnlichen Vertrag gibt es bereits mit Polen. Weitere Nachrichten des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Wer mit dem Auto nach Dresden fährt, muss sich auf Behinderungen einstellen. Zwischen den Autobahnabfahrten Ottendorf-Okrilla und dem Dreieck Dresden-Nord wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten auf der A4 sind bis Juli geplant. Ohne überhaupt eine Fahrerlaubnis zu besitzen, drehten am Montagnachmittag zwei 14-Jährige mit einem Moped ihre Runden in Knappenrode. Das Kleinkraftrad war zudem nicht einmal zugelassen und damit nicht versichert. Eine 29-jährige Anwohnerin unterband die Fahrt schlicht, indem sie den Jungs die Simson wegnahm und danach die Polizei rief. Die sächsischen Verbraucherzentralen starten eine Aktion gegen Inkasso-Abzocker. Bis zum 31. August erfassen sie in ihren Beratungsstellen Beschwerden und werten diese aus. Betroffene werden gebeten, vor Ort ihren Fall zu schildern und die Unterlagen mitzubringen. Natürlich kann man sich auch schriftlich an die Verbraucherschützer wenden. Die Adressen finden Sie auf unserer Homepage elsterwelle.de. Im Seenlandklinikum Hoyerswerda hat jetzt das 200. Baby des Jahres das Licht der Welt erblickt. Am 23. April kam Lennart Bode zur Welt. Mit einem Gewicht von 4.100 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern ist er der ganze Stolz seiner Eltern. Die sächsische Wirtschaft und die Gewerkschaften haben die geplante Erhöhung der Abgeordnetenbezüge im Sächsischen Landtag scharf kritisiert. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung um monatlich 1.000 Euro sei angesichts Lehrerkassen ein völlig falsches Signal. Vor dem Hintergrund von Pegida-Demos warnte zum Beispiel DGB-Chefin Iris Kloppich, dass mit diesem Schritt die Politikverdrossenheit noch weiter steigen könne. Der Landtag will am Mittwoch über die Bezüge abstimmen. Aufgrund des Brückentages bleibt die gesamte Hoyerswerdaer Stadtverwaltung am 15. Mai geschlossen. Dafür werden die Bürgersprechzeiten am Dienstag davor bis 18 Uhr verlängert. Zu einem Bürgerforum mit Landrat Michael Harig und dem CDU-Landtagsabgeordneten Frank Hirche lädt die Kinder- und Jugendfarm am 6. Mai ein. Ab 15 Uhr sind beide Politiker vor Ort. Besonders angesprochen sollen sich für die Fragestunde Kinder und Jugendliche fühlen, heißt es vom CSB. Große Gäste sind natürlich aber auch gern gesehen.
Unter dem Motto »Mehr als nur ein Stück Holz« hat der Landkreis Bautzen zu einem Schülerwettbewerb aufgerufen. Gesucht werden Kunstwerke, die aus Materialien entstanden sind, die in der Natur vorkommen. Beteiligen können sich Grundschüler oder Hortgruppen der 3. bis 4. Klassen. Die 3 besten Arbeiten werden prämiert, aber alle Wettbewerbsbeiträge an verschiedenen Orten im Landkreis ausgestellt. Die Ausschreibung zum Wettbewerb gibt es über einen Link auf unserer Homepage elsterwelle.de. Einsendeschluss ist der 12. Mai. Am 30. April werden in der Region wieder zahlreiche Hexenfeuer angezündet. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt, wo man in der Walpurgisnacht in den Mai starten kann. Laut Stadtverwaltung wird es direkt in Hoyerswerda kein Feuer geben. In den Ortsteilen wird das Brauchtum aber gepflegt und so brennt die Hexe sozusagen in Knappenrode auf der Freifläche hinter dem Feuerwehrgerätehaus, in Zeissig am ehemaligen Waldbad, in Neida im Bereich des alten Bahndamms, in Schwarzkolm am Kubitzberg, in Pröten an der Naherholung und in Michalken am Zeisholzer Weg. In Bernsdorf wird traditionell im Bebelpark gezündet und in Wiednitz wird an das Areal an der Schlossinsel geladen. Die alte Hexenfeuertradition findet auch rund ums Malzhaus in Kamenz statt. Ab 18 Uhr wird herzlich eingeladen. Für die Unterhaltung sorgen zudem ein kleines Theaterstück und ein Lampillon-Umzug für die Kleinen. Visa ist natürlich auch am Start und freut sich über zahlreiche Besucher beim Feuerchen ab 19 Uhr. Walpurgisnacht wird auch in Schwebnitz gefeiert. Der Fackelumzug zum anschließenden Hexenfeuer fängt am Donnerstag ab 20 Uhr an. Treffpunkt ist der Sportplatz Kosel. Last but not least steht auch in Lauter ein Feuerchen auf dem Programm. Am Donnerstag lädt der Jugend- und Familienclub Leipe e.V. ab 19.30 Uhr an der Alten Feuerwehr zum Fackelumzug ein. Ebenfalls am Sportplatz in Laubusch gibt's ein traditionelles Hexenbrennen mit Rummel und Tanz. Traditionell wird mit Bergmanns Kapellen um 20 Uhr vom Marktplatz in der Kolonie sowie von der Grundschule aus losgelaufen. Mit starkem Regen, überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen hat sich der April jetzt von seiner wechselhaften Seite gezeigt. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, erfahren Sie gleich. Außerdem sehen Sie dann die Veranstaltungstipps. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Im Onlinehandel gibt es keine Öffnungszeiten. Hier kann jeder rund um die Uhr seinen Warenkorb füllen. Immer mehr Kunden nutzen das Einkaufen per Mausklick. Das zwingt den stationären Einzelhandel nach Überlebensstrategien für die Zukunft zu suchen. Eins ist gewiss, der Handelsverband Sachsen will die Erfolgsgeschichte der vergangenen 25 Jahre fortschreiben. Der Handel im Wandel. So lautet das Motto von 25 Jahre Handelsverband Sachsen. Rund 350 Gäste, darunter auch Gründungsmitglieder, waren am 24. April 2015 zur Jubiläumsveranstaltung ins Albertinum Dresden gekommen, um die Erfolge der vergangenen Jahre zu feiern. Es ist eine besondere Ehre und Freude für mich, Ihnen diesen Berliner Bären heute zu überreichen für herausragende Leistungen des Handelsverbandes Sachsen in 25 Jahren. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sich vorstellen, dass es in heutigen Diskussionen und teilweise auch Demonstrationen, die nicht nur in Dresden, auch in anderen Städten gibt, ein Datum, 25 Jahre Wiedervereinigung, für viele selbstverständlich ist, dann glaube ich, gerade dass bei diesem Jubiläum deutlich wird, wie froh und stolz wir darauf sein können, dass wir durch eine friedliche Revolution vor 25 Jahren eine Wiedervereinigung gemeinsam erleben durften und dass auch damit die Grundlage für solch einen erfolgreichen Verband vor 25 Jahren gelegt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Und erheblich, dieser Bär bleibt dann in Dresden, in Sachsen, in Chemnitz oder in Leipzig. Sie müssen entscheiden, an welchem Standort er richtig aufgehoben ist. Herzlichen Glückwunsch. Symbolisch. Ja, der Handelsverband muss, und das wünschen wir uns gemeinsam mit dem Handelsverband,
die großen Schlagworte der Zukunft, also Digitalisierung und die Veränderungen in der Branche, die es geben wird, gemeinsam mit uns meistern und die auch führen. Viel Nervenstärke, viel Weitsicht für die nächsten 25 Jahre, die wir im Handel brauchen. Wir kämpfen ja gegen den Onlinehandel und deswegen hoffen wir für den stationären Handel weiterhin einen zuverlässigen, starken Partner im Handelsverband Sachsen zu haben. Sachsen voranbringen und den Handel stärken als wichtigster Wirtschaftsfaktor mit hier im sächsischen Raum. Und dass wir natürlich mit den ganzen Herausforderungen der Zukunft, die wir bestreiten müssen, wir müssen als Sachsen jetzt in Mitteldeutschland denken, wir sind ja schon in der Fusionsverhandlung, die sind ja schon in Zwischenschritten vollzogen, ne? Aber dass wir zum einen unsere sächsische Identität behalten können, ne? Und trotzdem den Sprung jetzt schaffen in eine mitteldeutsche Leistungsfähigkeit. Dass man auch gut miteinander arbeitet und auch wenn es Probleme gibt, dass man offen darüber reden kann, aber dass man vor allen Dingen auch feiern kann, wie heute Abend. Freuen Sie sich drauf, das ist wirklich was ganz was Besonderes, genauso wie der Tag heute natürlich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und ich darf dann das Buffet eröffnen. Ja. Ohne Handel wird es ganz schlimm aussehen. Deswegen, mich haben Sie immer auf Ihrer Seite. Ich werde nie, das verspreche ich hier hoch und heilig, nie irgendwas im Internet bestellen. Der Handel ist mit seinem Umsatzvolumen von etwa 21 Milliarden Euro eine der größten Branchen in Sachsen. Der Handelsverband Sachsen e.V. fungiert dabei als der Ansprechpartner für handelspolitische Fragen. Die Interessenvertretungen und Dienstleistungen für die Mitglieder sowie Tarifpolitik und Mitbestimmung bleiben, wenn auch unter geänderten Vorzeichen, die wichtigsten Aufgaben für uns. Die Top-Themen des Einzelhandels, wie Belastung im Mittelstand, Onlinehandel, Attraktivitätsverlust der Innenstadt, Wettbewerbsdruck, Erreichbarkeit unserer Städte, Unternehmenssteuerung und Flächenwachstum stehen auf unserer Agenda des Verbandes ganz oben. Beim Meistern der zukünftigen Herausforderungen signalisierte das sächsische Wirtschaftsministerium Unterstützung. Wir wollen auch gemeinsam weiterhin, denke ich, die Zukunft des Handels gestalten. Und wir im SMBA möchten sie gerne mit Ihnen gestalten. Ich wünsche uns allen Erfolg für die Zukunft und einen streitbaren Verband. Bleiben Sie uns gewogen und lassen Sie uns weiter erfolgreich zusammenwirken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms im Seniorenkino um 10 Uhr die Komödie Plötzlich Gigolo und in der Reihe Kino für Kenner um 17.45 Uhr die Komödie Heute bin ich Samba. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können interessierte Mädchen und Jungen am Mittwoch beim Fertigstellen der Maibaumranke behilflich sein. Dies geht in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Blutspenden kann man am Mittwoch in Laubusch. Zum Adalas wird von 14 bis 18 Uhr in das Kulturhaus Laubusch an der Hauptstraße gebeten. Eine heiße Suppe für kühle Tage wird am Mittwoch im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gekocht. Wer mitkochen und natürlich auch kosten möchte, ist ab 16.30 Uhr herzlich eingeladen. Und Sagenhaftes aus der Lausitz wird es am Mittwoch innerhalb der 50. Hoyerswerda Musikfesttage im Schlosssaal geben. Der literarisch-musikalische Abend beginnt um 19 Uhr. Nachts locker bewölkt, teils klar und trocken, Tiefstwerte 3 bis 0 Grad, Achtung, örtlich besteht Bodenfrostgefahr. Am Mittwoch sonnig, im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken, aber recht freundlich und niederschlagsfrei, Tiefstwerte 13 bis 16 Grad. Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix und im Tagesverlauf muss mit Regenschauern gerechnet werden. Dabei wird es nochmal mild mit bis zu 15 Grad. Am Freitag dann wechselhaft mit Schauern. Es wird mit nur 13 Grad wieder kühler und windig. Das war die Drehscheibe für Dienstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um den neuen Doppelhaushalt für Sachsen. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.